Das ist ein Skelett mit verzauberten Bogen. Hua! 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 Das schießt, ich wollte gerade sagen, das schießt gar nicht. Hua! Oh, hör doch auf, du! Okay, springen ist vielleicht nicht der cleverste Weg gewesen. Gut, dann lege ich mich erstmal schnell schlafen. Ja, erstmal schnell schlafen legen. Bevor ich jetzt hier irgendwas anderes noch mache. Mit meinem vollen Inventar. Dieses Hühnchen da, das kommt immer näher. Jede Nacht, die ich mich schlafen lege, kommt das Hühnchen da an Land näher rangeschwommen. So. D, ich wollte D schreiben. Jetzt habe ich abgebrochen. Ein neuer Tag. Und der Holzfäller soll natürlich immer noch sein Haus bekommen. Und das ist natürlich eine Sache, die wir gerne erledigen wollen. Überhaupt gar kein Problem. So, schauen wir mal, was wir heute alles schaffen. Erstmal, wie gesagt, Kies holen. Das heißt, wir packen unten die Cobblestone-Wände weg. OP. Nicht OP. Orbs. Erfahrungsorbs. Schöne Sache. So, gleich alles wieder wegsortiert, da wird sich der Robert freuen. Oh, der ist so ordentlich, der Stefan. Ich glaube, ich brauche doch erstmal nicht so viel Stein. Und wenn, dann hole ich es mir. Ich weiß ja, wo alles ist. Wie die Zombies das schon sagen. Was wollte ich jetzt holen? Kies wollte ich holen. Aha. Ein 64er Stack sollte reichen. Die müssen irgendwo unter der Scheune noch feststecken. Bin ich mir fast sicher, dass man die immer noch hört. So, dann mal los. Zack, 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 zack. Wunderschön. So, wir wollen natürlich hier den... Ich muss immer sowas wie Wege und sowas muss ich mal als erstes mit fertig machen. Weil ich dann einfach eine bessere Vorstellung habe, wie das Ganze aussieht. Überzeugt mich jetzt hier noch nicht hundertprozentig mit dem Stein da unten. Pass mal auf, den nehmen wir auch nochmal weg. Machen das so erstmal. Ich glaube, das wirkt besser, ne? Doch, ich glaube schon. Und dadurch, dass wir jetzt hier keine Fensterläden machen können, weil das ja hier mit der Tür zu dicht wird, machen wir einfach später noch was Schönes hin. So, hier hatte ich mir noch was überlegt. So, warte. Da müsste der sein. So, nochmal. Also, dahin. Und da drunter. Der muss weg. So könnte man das. Ja, so machen wir das. So, und dann dort und dort. Dort und dort. Und da haben wir hier schon mal ein kleines Regal eingebaut, das so natürlich nicht funktionieren würde, aber es sieht natürlich aus, als ob es funktionieren würde. So, drunter werden wir dann den Crafting Table hinschieben. Und die zwei Truhen allerdings auseinander. Das heißt, hier eine Truhe und hier eine Truhe, dazwischen kommt dann auch noch ein bisschen was. Ja, uns fällt da schon was ein. So, ich wollte bloß schon mal ein bisschen von der Einrichtung her anfangen, damit ihr auch so nach und nach ein Bild bekommt. Du bekommst ein Bild, du bist weiter, du bist im Recall. So, das Ganze sieht gar nicht mal so schön aus, so schlecht aus. Hier hinten muss ich noch Kies hinmachen. Hätte ich ja ganz vergessen beinahe.
Oh, schlecht. So. Ist das zu mickrig? Ein bisschen, ne? So, man kommt hier, kommt man quasi immer raus. So. Der geht mal nach da, mal nach hier drüben. Sieht sich seine Holzvorräte an. Wo wir übrigens auch ruhig mal einen anderen Baum noch mit reinmachen können. Ein anderes Holz. Habe ich noch. Guck mal, hier haben wir noch so schönes Tropenholz dabei. Sieht das anders aus? Nee, von unten nicht. Aber wenn man so von oben mal drauf guckt. Ich glaube, das ist ganz gut. Und hier machen wir das auch noch rein. Und ganz einfach, weil wir es wissen, da auch noch. So, hat er hier noch so ein bisschen Tropenholz. Ich glaube, das sieht, wenn man hier so von der Seite guckt her. Doch, das kann man ruhig mal machen. Eigentlich könnte man auch gleich mal noch Birkenholz und sowas mit reinklüppeln. Aber da warten wir, bis wir soweit sind. Bis wir Birkenholz haben. Was kann ich denn mit den Leitern machen? Die würde ich irgendwo hier oben auf jeden Fall einbauen wollen. Pass mal auf, ich mache die da schon mal für die Dacharbeiten schon mal dran. Aber noch ein Inventarplatz frei. Sehr schön. Die Glasscheiben kann ich eigentlich auch schon mal gleich rauspacken hier. Weil Fenster habe ich erstmal in der unteren Etage alle gemacht. Dann müsste ich mich jetzt wohl wirklich an den Dachbau halten. Das heißt, wir brauchen erstmal noch ein bisschen Holzer. Und zwar nicht irgendein Holzer. Wir brauchen natürlich, so wie wir das bei allen Häusern hier bislang gemacht haben, Fichtenholz. Da, dieses wunderschöne dunkle Holz. Vielleicht können wir ja auch, kann ich eine Textur reinmachen für die zwei neuen Holzsorten, so dass das einigermaßen passt, dass die, irgendwie müssen die reinpassen. Ich weiß noch nicht, wo ich die Texturen hernehme und also was das für welche werden sollen. Mal gucken. Für die zwei neuen Holzsorten, für Akazienholz und für das Schwarzeichenholz. Ich habe mich so gefreut, dass ich die jetzt gefunden habe und alles, und jetzt baue ich sie gar nicht irgendwo ein. Ich finde, wenigstens als Möbel oder sowas könnte man dieses rote Akazienholz nehmen. Das wäre eigentlich ganz cool, weil dann hätte ich so ein bisschen den Unterschied zu diesem, sag schon, zu diesem Eichenholz. Und wenn ich dieses Schild... Man macht ja oft zum Beispiel bei so Sesseln, habe ich das ja mal gemacht, an den Seiten diese Schilder dran gemacht. Wenn ich das Schild auch so ein bisschen rötlich gestalte, dann passt das da, glaube ich, auch ganz gut zu. Könnte man sich ja so überlegen. Jetzt komme ich da oben nicht ran. Komm schon, gib mir dein Holz, gib mir dein Holz. Look at the Holz, look at the wood. Pretty good wood. Pretty good wood. So. Wunderbar. Da auch noch. Nehmen wir alles mit. Und das soll es dann gewesen sein. Üpp, so. Pflanze ich natürlich gleich die paar Setzlinge, die ich hier schon bekommen habe, nach. Zack, zack. Immer gleich auf den Stellen, wo man genau sieht. Da hat einer, hat mal ein Baum gestanden. So, noch irgendjemand? Also, das irritiert mich total, dass ich hier so eine fleischige Hand habe und ohne Pelz drauf und alles. Das ist seltsam. So eine normale Hand. So eine Steve-Skin-Hand. Naja, werden wohl die Minecraft-Skin-Server mal wieder down sein. Huhu. Minecraft, du bist Beste. Hier könnte ich noch an den Seiten... Hier könnte ich noch an den Seiten Falltüren machen. Ja. Ah, look at this. Obwohl, eigentlich, wenn die zuklappst und die zuklappst, wäre immer noch das in der Mitte frei. Naja, man geht davon aus, dass es auf der einen Seite doppelt liegt. Man kann zumindest davon ausgehen. So, Falltüren weg. So. Das gefällt mir eigentlich. Ich weiß nicht. Gefällt es mir gut? Gefällt es euch gut? Schreibt es in die Kommentare. Und ich sehe gerade, nicht ich sehe gerade, sondern ich sehe gerade,
Wir kommen so langsam an das Ende der Folge. Auch wenn ich jetzt endlich Holz habe. So, das hier soll die Decke sein. Pass auf, wir machen das erstmal so. So. Stell dir vor, dann kommt von unten einer dran. Da einer dran. Dann haben wir ausnahmsweise mal einen richtigen Mittelbalken. Das gefällt mir auch gut. Weil, dann können wir... Oh, dann können wir... Habe ich das schon mal irgendwo eingebaut? Ich glaube nicht. Dann machen wir das nämlich gleich. So. Look at this. Zack. Zack. Aua. So, von der Seite ganz unscheinbar, sage ich mal. Oh. Mann, ey. Aber von außen, guck mal, da so ein Knubbel vorne dran. Tolle Sache. Ja, das soll so ein bisschen so ein... Halt, 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 der ist aber eins zu früh. Warte mal, der muss nochmal weg. Denn da kommt ja eh noch eine Schicht vorne dran. Damit das Ganze immer ein bisschen mehr Fläche bekommt. Und kann ich das überhaupt so machen? Oder wird das dann auf einer Seite zu eng? Warte mal, wir machen mal hier noch Holzer draus. Ich will noch nicht beenden. Ich bin gerade so dabei. Ich mache einfach mal noch ein bisschen. So, dann kommt man hier mit Ebene 2. Ach, perfekt, ey, perfekt. So wie das sein sollte. Guck mal. So wie das sein sollte. So, das ist auch nicht zu spitz, muss ich sagen. Das kann man ruhig mal so machen. Guck mal, das ist doch cool. Das ist hier wie so ein Dachgeschoss quasi bloß. Und da wird der gute Holzfäller auch drin schlafen. So, und ich habe mir das jetzt überlegt, da von euch jetzt nicht so viel Feedback kam wegen den Namen, werde ich jetzt für alle mal irgendwie die Namen festlegen. Für alle Dorfbewohner. Und ich werde mal schauen, ob ich die... Ich glaube, kann man die per Nametag ändern? Auf jeden Fall werde ich versuchen, die dann da noch ein bisschen anzupassen. So, will ich das jetzt... Ich mache das jetzt mal... ich mache das hier hinten im Nachhinein. Dann mache ich da noch wie so einen kleinen Überhang da hinten. Hey, look at this. That's so, so wrong. So wrong. So. 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 Okay, und dann machen wir das nämlich erstmal so. Wir bauen erst ein ganz normales Haus. Also hier machen das erst... Hier kommt das jetzt alles eine Ebene drunter. So. Wir bauen ein ganz normales Haus. Nein, sonst bauen wir immer unnormale Häuser. Ein ganz normales Dach, wollte ich damit sagen. So, jetzt gehen wir natürlich erstmal schnell schlafen. Oh, ohne Fallschaden. Das war errechnet. So, schnell schlafen, damit wir hier noch die Nacht hinter uns lassen. Und eigentlich kann ich heute ja ruhig mal ein bisschen, ein kleines bisschen überziehen. Oder was heißt überziehen? Die Folgen können ja 10, 12, 15 Minuten lang sein. Ja. Wie ich das will, wie ich da gerade Lust drauf habe. Und wenn ich die 15 Minuten lang mache, dann sind wir gerade erst am Ende der zweiten Folge. Das wäre doch was. Aber dann muss ich wieder so lange rennen. Ach, ist egal, scheiß drauf. Ich habe da jetzt voll Bock, hier gerade am Dach weiterzubauen. Und wenn ich schon mal Lust habe, das Dach zu bauen, wo ich sonst nie Bock drauf habe, dann lasst mich machen. Oh, look at this nice. Roof, look at this nice roof. So, dann ziehen wir das Ganze bis rüber.